Gut euch zu sehen, Leute. Robin hier, aka San Cruzo. Willkommen zu diesem Video. Heute mal ein etwas anderes Thema. Und zwar hat das Team von FL Studio, von ImageLine, die Updates geleakt, die für FL Studio 21 geplant sind. Und das sind echt Game Changer. Vor allem, wenn ihr mit FL Studio arbeitet und euch denkt, ist irgendwie für Vocal-Bearbeitung, Vocal-Mixing nicht so geil und ihr überlegt, auf eine andere DAW umzusteigen, oder wenn ihr euch gerade so umschaut, welche DAW ihr benutzen könnt, um Vocals abzumischen, aufzunehmen und sowas, dann ist das auf jeden Fall Infos für euch und deshalb will ich euch heute einfach mal die Updates zeigen und erzählen, warum das so Game Changer sind, vor allem für FL Studio Nutzer und vor allem fürs Vocals bearbeiten. Ja, los geht's. Also es gibt nämlich hier in dem ImageLine Forum ein Thread, der heißt FL Studio 21 Teaser Thread. Und da wurden halt von Mitarbeitern von ImageLine Bilder rausgebracht, Bilder gepostet, wo man sieht, was das für Update sein könnten. Dazu wurde nichts geschrieben, einfach nur diese Bilder rausgebracht. Aber man kann schon anhand mancher Bilder sehen, was auf uns zukommt. Und hier sieht man das sehr gut an diesem GIF. Und zwar haben wir endlich, Freunde, endlich in FL Studio 21 ein Clip Gain und hier an der Seite diese Kurven, um so Fade-ins und Fade-outs zu machen. Weil bisher gibt es dafür in FL Studio keine so einfache Funktion. Du musst halt hier in diesen Sample quasi reingehen und dann hier kannst du dann einen Fade machen. Aber du kannst halt auch nicht selber bestimmen, wie der aussieht. Sondern da gibt es halt hier quasi diese Presets. Und jetzt kannst du das halt wirklich händisch machen, so wie in allen anderen DAWs auch. Und natürlich hier diesen Clip Gain, was einfach eines der größten Game Changer sein wird, für mich zumindest, fürs Vocal Editing. Weil bisher musstest du das halt hier machen, draufklicken und dann hier irgendwie die Lautstärke verändern oder halt hier. Und das ist halt nicht schön und nicht schnell und nicht übersichtlich. Und zwar, wenn du auch dieses klassische Clip-Gaining machen willst von Vocals, indem du das hier so alles zerschneidest, musst du ja auch immer bei jedem Einzelnen auf Make Unique gehen, damit du die einzelnen Lautstärken anpassen kannst. Und jetzt, wie wir hier auch sehen, kann man das bei Kopien unabhängig voneinander machen. Du musst nicht extra auf Make Unique gehen, aber wie man hier sieht, wenn du das beides markierst, kannst du auch beide gleich bearbeiten, was natürlich die viel schönere Variante ist. Ja, wunderschön. Das ist wunderschön. Was außerdem noch ziemlich nützlich wird, ist diese Funktion hier. Und zwar, wenn du einen Clip auf einen anderen schiebst, dann macht er automatisch diese Fades. Und zwar ist das sehr nützlich, wenn ihr jetzt einen Part habt, wo ihr zwei verschiedene Aufnahmen habt. Und dann könnt ihr das einfach da drauf schieben, hier oben, und dann macht er halt diesen Fade automatisch. War auf jeden Fall längst überfällig. Bin auf jeden Fall extrem excited für diese Updates. Wenn jetzt noch irgendwie unbegrenzte Insert-Effekte kommt, Feierabend. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr euch noch für dieses Update so wünschen würdet. Würde mich echt mal interessieren. Und dann war es das von diesem Video. Ich wollte euch nur mal informieren über das anstehende Update. Also falls ihr unzufrieden mit FL Studio seid, wartet noch ein bisschen, weil das wird ein Game Changer. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Producen. Ciao, Leute.